Das ist ein historisches Event, was gepaart wird mit Street Art. Also es ist ein Urban Art Event. Es ist eben halt Kunst und Geschichte, hat eigentlich immer schon gut zusammengepasst und das habe ich hier quasi auch nochmal zusammengeführt. Mir ist aufgefallen, dass viele Kinder und Jugendliche die Geschichten der Stadt einfach nicht mehr kennen. Und das hat mir quasi zum Anlass gegeben, da mal ein bisschen nachzuhelfen. Und dann wollte ich nicht so eine trockene Geschichtsrunde veranstalten, sondern was Modernes, was Frisches. Ich hatte eigentlich einen ursprünglichen Sponsor, der mich stark unterstützte für Baugeräte. Dieser ist aber 3 Monate vor Event abgesprungen. Und dann hat sich Zeppelin Rental, die haben gar nicht lange gezögert und haben sich sofort dafür bereit erklärt, dieses Event hier mit zu unterstützen mit ihren Arbeitsgeräten. Wir sind dieses Jahr sogar eines der größten Urban Art Festivals, die es hier in Deutschland gibt. Um einfach auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, die sowieso sehr sensibel auf dieses Wort Graffiti reagiert, um einfach da mal so ein bisschen mehr Akzeptanz zu schaffen. Der große Teleskopsteiger, der jetzt auf der neuen Straße 20 hier in Goch steht, der hat noch Absperrungen und sowas benötigt. Zusätzliche Verkehrsschilder und so weiter und so fort. Und das war wirklich nur ein Anruf und dann konnte das Zeppelin sofort klären intern und haben uns dann direkt auch am gleichen Tag noch die Sachen rübergebracht. Das ist eigentlich als kleiner Junge losgegangen, also zuerst halt viel mit Buntstiften gemalt und mit allem, was man halt so in die Finger kriegt und dann, ja, so mit 11, 12 Jahren kam halt das Thema Hip-Hop, da war halt dann immer im Hintergrund Graffiti zu sehen. Ist dann da, wo ich eigentlich ja, meine Wurzeln quasi habe im klassischen Graffiti. Und habe dann halt mit 12 auch mal angefangen, so ein bisschen rumzusprühen. Ja, also ich habe die letzten Jahre relativ viel mit Steigern gearbeitet und man fühlt sich auf jeden Fall sicher. Also je schwerer die Dinger sind, desto einen besseren Stand haben die ja. Und also die steht auf jeden Fall gut. Kann auch jemanden wie mich gut aushalten. Mein Stil ist ziemlich speziell, weil ich am liebsten freestyle. Ich komme irgendwo hin, lasse mich vor Ort inspirieren von der Stadt, von den Farben, der Umgebung, von Menschen, die mir da begegnen, von Dialogen, die ich habe. Kann negativ sein, kann positiv sein, aber letzten Endes möchte ich immer irgendwas entwickeln, was ich zu Hause eben nicht entwickelt hätte. Deswegen macht das Reisen ja auch so viel Sinn. Ein Traum von mir wäre ja, selbst so einen Fuhrpark von verschiedensten Geräten zu haben. Das ist eines meiner wichtigsten Tools neben der Teleskopstange. Das ist halt meine Beinverlängerung, ja.